Hallo. Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Bei so langen Aufnahmen von 2 Stunden für YouTube brauche ich, glaube ich, nicht lange in ein Intro reinbrabbeln. Leute, ihr wisst wahrscheinlich alle, die irgendwie eingeschaltet haben, mal zwischendurch, wie es bei mir so läuft und was ich so treibe. Und für alle, die eventuell neu sind auf YouTube oder auch hier auf Twitch von mir aus, ein kurzes Recap. Was ist eigentlich passiert? Bin gerade etwas erstaunt, dass ich hier bin, ehrlich gesagt. Lol. Okay, die letzte Aktion, die ich gemacht habe, war hier in der Höhle, habe ich Patches bekämpft. Und seine zweite Truhe hat mich dann irgendwo ins Nirgendwo geschickt, irgendwo hier in der Gegend. Dann war ich sehr lange auf der Suche nach einer Gnade, weil ich mich nicht mehr teleportieren konnte. Und aus irgendeinem Grund ist das die Gnade, die ich gefunden habe? Und mir kam es hier nicht bekannt vor, als ich hierher geritten bin. Was zum Teufel? Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich bin von hier unten wohl da entlang geritten und habe komplett vercheckt, dass ich hier schon war. Und habe die Gnade hier gefunden und war dann froh, die gefunden zu haben. Ich bin einfach... Okay, das ist wild. Ich bin verwirrt und das ist wild. Jetzt möchte ich aber hier, nachdem ich diese Gegend hier aufgedeckt habe, doch noch ein bisschen hier in der Gegend rumschauen. Also alles, was hier drüben noch offen ist, überall, wo ich mir eine Markierung gesetzt habe, gibt es noch was zu holen. Deswegen fangen wir doch einfach hier an. Ruinen eines Wegpunktes. Würde ich sagen. Eigentlich wollte ich schon länger hier weg von Limgrave. Mich hat es aber irgendwie immer wieder... in irgendeine Ecke verschlagen. Hier war der große Karren. Du kennst das Spiel absolut null. Ja. Eine Horde Gegner. Oh, und jetzt sind sie alle auf mich aufmerksam geworden. Ja, nice. Ob ich die wohl... Bringt das was, das hier zu töten, den zu überfallen? Ist da irgendwas Tolles drin in dem Wagen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich möchte den Wegpunkt hier. Ich möchte mich hier umschauen. Oh, ja, hier waren diese Blumen. Oh, was ist das? Was tut das? Okay, es lasert. Ah ja, und ihr vergiftet mich. Wer hätte es gedacht? Also grundsätzlich, Mortis, bist du aber vertraut mit Souls-Likes, oder? Ich habe das Gefühl, das wird so schnell nix hier. Ja, schon gut, weil dann weißt du ja, dass quasi alles einen töten will. Dass alles einfach unglaublich gefährlich ist. Man ist nirgends sicher, hinter jeder Ecke lauert Gefahr.
Sogar Blumen sind absolut grausam. Okay, Moment, das machen wir anders. Ich habe so eine tolle Fähigkeit auf dem Schwert. Ich mache gleich hoffentlich ein bisschen mehr Schaden. Man muss jetzt natürlich warten, bis die giftigen Sporen weg sind. Hier scheine ich außerhalb der Reichweite zu sein. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Ist jetzt vielleicht nicht das Spannendste hier gerade. Aber ich hab's gleich. Na bitte. Nice. Okay, was gibt's hier Schönes? Geräuchertes, immunisierendes Fleisch. Okay. Miranda-Pulver. Okay. Eine goldene Rune. Alright. Nehme ich. Ah ja. Und einen Boss. Nun denn! Habe ich alles, was ich brauche? Ja. Let's go. Ups, falsche Taste. Oh, hi! Okay. Ich denke... Mein Gott. Ah! Oh, 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 nein. Oh. Alter. Verhau mich halt. Na bitte, das ist wichtig. Nice. Oh, der hat mir aber ganz schön gegeben, der Kollege. Der hat mir mehr gegeben, als ich gedacht habe. Nice. So, von da bin ich gekommen. Schauen wir mal. In Dark Souls muss man A drücken zum Türen öffnen. Ha. Du siehst nicht aus wie ein Feind. Als Rang? Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Ich möchte Zaubereien lernen, ganz klar. A yen for Glinstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal.
Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. As a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Also ich weiß nicht, junge Lady, wenn ich dann auch einen Steinkopf krieg, dann vielleicht eher nicht, aber ich vermute, das ist nur aufgesetzt, ne? Ja, komm. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glinstone Sorcery. Schimmersteinzauberei. Or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Herbe Enttäuschungen. Oh, Schriftrolle des Königshauses. Ja, guck mal. Is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. Okay, was kannst du mir beibringen? Schimmersteinkiesel feuert magische Schimmersteingeschosse ab. Schimmersteinsterne feuert 3 Sternschnuppen ab, die Gegner verfolgen. Dafür fehlt mir die Weisheit. Schimmersteinbogen feuert einen horizontalen magischen Bogen ab, der sich ausbreitet. Feuert eine Salva Schimmersteinsplitter ab. Verzaubert die Waffe der rechten Hand mit Magieschaden. Ja, bitte. Verbessert die Schadensresistenz des Schildes in der linken Hand. Nee, brauche ich nicht. Bildet einen defensiven Bogen aus magischen Schimmerklingen. Das klingt auch geil. Führt einen schnellen, ausladenden Hieb mit einem magischen Schwert aus. Also, Waffe mit Magieschaden verstärken klingt jetzt doch eigentlich mal ganz geil, oder? Und das kann ich sofort. Let's go. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Ich habe ja Dark Souls 1, 2 und 3 gespielt und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich tatsächlich in der Lage bin, einen Zauber zu lernen und auszuführen. So, wie benutze ich den jetzt? Waffe des Gelehrten. Ach nee! Ich brauche ja noch einen Zauberstab dafür. Eieieiei, ich habe noch keine Zauberstäbe gefunden. Verkauft die Zauberstäbe? Nee, ne? Young apprentice, you are a tadpole when it comes to magic. Eine Kaulquappe. Infantile. Without the legs to walk. So, to become a sorcerer, first you must face your ignorance. Now, shall we start learning? Nee, du verkaufst leider keine Zauberstäbe. Okay. Gut, ich würde sagen, diesen Wegpunkt kann ich entfernen. Ich habe entdeckt, was es zu entdecken gibt. Da möchte ich als nächstes hin. Muss ich da von hier aus am besten? Ja. Geil. Nee, da sterbe ich wohl, wenn ich da runter hüpfe. Wie komme ich hier runter? Da vorne vielleicht. Hier. Einfach mal der Fledermaus eine mitgegeben.
Das geht auch ganz schön steil runter hier. Da, da vorne. Ja, als Fernkämpfer, ich weiß nicht, ich glaube, da... Die Spiele sind nicht so richtig dafür gedacht, hier als Fernkämpfer reinzugehen, oder? Ich weiß es nicht. Also, soweit ich das verstanden habe, ist zum Beispiel so Magier-Builds, die sind... Damit kann man quasi alles cheesen. Oh, da oben ist auch eine Burg. Ja, let's go. Wo eine Burg ist, sind meistens auch Gegner. Ah, da ist eine Gnade. Die habe ich das letzte Mal nicht gefunden, als ich hier vorbei bin. Na, dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, okay. Ja, alles klar. Frontal da reinzureiten ist vielleicht nicht die beste Idee. Hier scheine ich aber auch nicht hochzukommen. Let's go! Wuhu! Hi, Leute! Keiner hat mich bemerkt. Keiner hat mich gesehen. Gibt's hier irgendwo einen Hintereingang? Die schießen auf irgendwas und ich krieg dafür Erfahrungspunkte. Nice. Hier vielleicht ein Hintereingang? Irgendwie so, ne? Blutrose, okay. Was ist hier los? Wer verprügelt hier wen gerade? Ich meine, ich find's ja ganz nett. Okay. Die durchsuchen das Gebüsch. Ich würde jetzt schon gerne meine Waffe mit Magie verstärken. Ich weiß halt nicht, wie weit runter diese Balliste schießen kann, die da oben drauf steht. Aber ich denke, ich renne jetzt einfach auf den los. Uah, zack! Hoppala. Ja, war die richtige Entscheidung. Oh, hi, grüß dich. Noch einer? Krieg's nicht auf die Kette, im richtigen Moment zu parieren gerade. Ach, dann gebe ich dir halt so mit meinem Schwert, wenn das mit dem Parieren nicht klappt.
Wenn ich mir jetzt die gleiche Ausrüstung anziehe, wie er anhat, hier so ein Helm noch oben drauf, kann ich dann einfach an euch vorbeilaufen? LOL. Oh mein Gott. Wie weit geht das? Okay, ja, gut. Nicht unendlich weit. Ich konnte mich jetzt nicht einfach vor ihn stellen. Aber ich hätte einfach vorbeilaufen können. Da drin sieht's wild aus. Gibt's hier was? Nee, muss ich echt durch die Haupttür jetzt rein? Einfach durchs Haupttor? Oh, das gefällt mir jetzt halt nicht so gut, aber hi! Oh, ah, Ratte! Kannst du mal bitte nicht? Da oben ist noch einer. Ey! Ich hasse Ratten in diesen Spielen. Nein! Ich hasse Ratten! Ich sehe die zu spät. Es sind immer zu viele. Sie können super weit vorausspringen. Ach, Ratten! Ha. Jetzt habe ich mir so einen schönen, so viel Mühe gegeben, in dieses Schloss rein, in diese Burg reinzukommen, um von ein paar Ratten getötet zu werden. Äußerst ärgerlich. Dann mache ich es halt anders. Ups. Oh, nicht runter. Dann halt so. Funktioniert auch. So, jetzt steigen wir mal ab. Aua! So. Du wurdest von den kleinen Boys da unten auseinandergenommen, okay. So, Rattis. Jetzt kommt erstmal her, ihr Ratten. Wait, what? Wo sind sie denn, die Ratten jetzt? Da, wo kommen die her?
anvisieren. Typisch FromSoft, das Anvisieren funktioniert nicht. Wenn der Gegner halb hinter einer Ecke steht, eieieiei. Immer das Gleiche. Ich hasse Ratten. Ich hasse Ratten. Vor allem, wenn du noch von woanders beworfen wirst. Noch eine? Da oben ist noch eine. So, weißt du was? Ich renne jetzt erstmal nach oben. Keine Lust, dass mir hier von oben die ganze Zeit irgendeiner irgendeinen Scheiß auf um die Ohren wirft. Die ganze Zeit. Irgendwo stehen sie rum und bewerfen einen mit Mist. Oh nein, so einer. Warte kurz, ich komm gleich zu dir. Ich muss erst nach oben. Aua! Er kommt mir hinterher. Ist aber nicht so schlimm. Holy guacamole. Kriegsasche, blutiger Schnitt. Vergoldeter Großschild. Godrick Ritterbeinschutz. Alter. Noch richtig Loot gekriegt hier. Medaillon von Dektus. Auch noch. Ein Schlüssel. Mein Gott, was hier los ist. So, ich kann mich jetzt leider nicht mehr heilen. Da unten liegt mein Scheiß. Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da hochzugehen. Und den Ritter da oben zu bekämpfen, weil hier steht nämlich der Nächste. So, wie machen wir zwei das jetzt? Ich brauche eigentlich einen kritischen. Ach, viel zu früh. Schon wieder zu früh. Oh, jetzt muss ich dich einfach so killen. Mist. Jetzt ist es dann langsam und jetzt bin ich am Limit. Mehr Hits darf ich nicht abkriegen, sonst sterbe ich wieder. Jawohl, das gibt ein bisschen Heilung. Nice. Mein Loot zurückholen und oh, lass mich doch die Ratte anvisieren, die da direkt hinter mir steht, weißt? Ich drücke auf die Taste und... Aber alle From Software Spiele haben dieses Problem. Alle. Haut mir hier jetzt einer auf die Fresse? Nee. Handbuch des nomadischen Kriegers. Ja, geil. Burg erledigt, würde ich sagen. Was sind eigentlich diese Knubbel, die hier überall rumstehen? Keine Ahnung. Damit kann ich auch nichts machen. Alter! Der Viktor haut einen raus. Den Sub. Dankeschön, Mann. Danke. Grüß dich. Schön, dass du meinem Aufruf gefolgt bist. Schön, dass ihr alle am Start seid.
Ich habe leider noch keinen Zauberstab gefunden, sonst würde ich ein bisschen zaubern, aber... God leider it. Kraft und Stärke ist auch geil, die Übersetzung hier. Kraft und Stärke. Na, ich kann doch gar nicht leveln, okay. Ich hab doch diese... Da habe ich auch noch nicht nachgeguckt. Ich hab doch irgendwie so Runen bekommen. Hier, goldene Rune. Benutzen, um kleine Anzahl Runen zu erhalten. Davon habe ich 17 Stück. Wie viel geben denn 5? 1000. Nice. Dann ist die Anzahl jetzt auch nicht so klein. Wie läuft Elden Ring? Es läuft. Es läuft. Den ersten Boss schon besiegt. Ich bin jetzt eigentlich hauptsächlich hier so ein bisschen im Anfangsgebiet noch ein bisschen erkunden. Ich würde aber gerne langsam weiter und den nächsten Main-Boss machen. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, das hier sagt, ich soll da rüber. Aber ich glaube, das hier ist erledigt. Ich glaube, das hat mich nur hier in die Richtung gebracht. Nevermind, genau, ja. Ich weiß nicht, war der hier? Nee, das war Godric, das ist Margit. Ja, genau. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich nach Norden oder nach Süden will. Ich glaube, ich gehe nach Norden, da sah es schöner aus. Süden! Kommt einfach aus dem Chat. Der Befehl. Süden! Wehe, du gehst nach Norden. Ich komm vorbei und... Verhau dich. Die Halbmenschen wüten, weil ihre Mutter entführt wurde. What? Wo seid ihr, Fürst Kenneth? Der Ritter ist verrückt nach Blut. Eigentlich sollte ich das mit so hier Effekt vorlesen, wa? Ah, jetzt ist eh schon vorbei. Vergessen wir das. Was ist da vorne? Da vorne leuchtet was. Golden. Ich will es. Passender zum Level. Ah, das würde ich ja dann merken. Komplett erforscht. Also ich war hier in der Ruine drin, deswegen bin ich auch hier schon gewesen. Ich war hier in der, da bei Patches war ich, deswegen bin ich hier gelandet. Ich weiß nicht, was du noch sehen möchtest. War kurz essen. Was gab's denn Feines, Marius? Willkommen zurück. Bereit für neue Geschäfte. Der Drache, der ist auch schon erledigt. Klar. Keine Ahnung? Mit Hack und noch so Grünzeug. Ich hab keine Ahnung, was ich gegessen habe. Jawohl. nice. Hm.
Das ist schon wichtig, was für Nahrung. Du musst ja wissen, ob du abwechslungsreich isst. Wenn du jeden Tag nur Nudeln ohne nix isst, dann hast du auch irgendwann Mangelerscheinungen. Ich wollte gerade sagen, bedrohst du mich? Lass mal bleiben, Schweinchen. Du isst nicht abwechslungsreich. Ah, da ist einer von den Bären. Den lassen wir mal schön Bär sein. Okay. Axt-Talisman. Oh, gut. Goldschimmernder Kot. Wow! Er haut einfach die Ruine zusammen. Wie geil ist er denn? Oh mein Gott! Du, ich will nichts von dir. Ich habe nur deinen Kot mitgenommen. War der dir wichtig? War der dir wichtig? Nee? Okay, gut. He killed you with his bare hands. Ja. Blade, der Halbwolf. Dem habe ich noch nicht gesprochen. Parry den Bär mal. Nee. Ich glaube, den kann man nicht parryen. Aber wo ist Blade, der Halbwolf? Ist das auch goldschimmernder Kot? Ja. Miedestein läuft. Ich hab doch hier gerade irgendwo außerhalb Wolfsgeheul gehört. Ist das Blade? Ja, 100 Pro. Wo bist du? Hallo? Blade? Wo versteckst du dich? Da oben drauf ist er! Ja, und wie komme ich zu dir? Kann ich nicht irgendwie Gesten machen oder so? Kann ich ihm winken? Wie benutze ich Gesten? Ich würde ihm gerne eine Geste machen. Hallo, Spiel, lass mich Gesten machen, bitte. Mit Bewegungssteuerung. Hey! Hey! Ich glaube, der will nicht. Gut.
Eine andere Geste. Eine ganz spezielle. Ach, goldener Code. Also ich guck, glaube ich, nochmal hier hin. Niederer Erdenbaum. Gesprungene Stachelträne, grüne Kristallträne. Thorsten, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid. Ja, alles easy, Viktor, das habe ich schon bemerkt. Ich finde mich schon zurecht. Das hier ist ja der niedere Erdenbaum, Erdtree. Aber hier ist nichts. Ah. Da hat was geglitzert, aber... Vielleicht war dieses schimmernde Tränenzeug das, was ich dort kriegen sollte. Passt. Was war hier nochmal? Brunnen am Siofra. Gut, gucken wir mal. Okay. 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 Holy... Okay... Was zum... Okay, what? Nee. Nee. Das ist nicht euer Ernst. What? No fucking way. Nee. Wie groß ist das jetzt hier? Also das ist jetzt nicht einfach nur eine Höhle. Riesig. Hat jemand von euch Tears of the Kingdom gespielt? Ist das ungefähr so die Ausmaße? Wie groß? Ja. Okay. Nee. What the fuck?
Sehr groß, aber man kann nicht so direkt überall hin. Ja, easy. Bestimmt auch in verschiedene Bereiche unterteilt und so. Ja, was ist mit euch? Ihr seid so Steinviecher, so wie das aussieht. Und ihr seht so aus, als könntet ihr mit Magie rumballern. Finde ich jetzt eigentlich nicht so geil. Aber wir gucken es uns mal genauer an. Ah, ich mache auch nicht so viel Schaden an euch. Und ihr macht relativ viel Schaden an mich. Oh, was? Was war das? So groß, dass man dort reiten darf, ja. Das sollte eigentlich genug Info sein, ne? Dass ich hier reiten darf. Was war das jetzt wieder? Seltsam. Ah, das dauert mir hier aber ein bisschen zu lange mit euch, um ehrlich zu sein. Ihr seid am Schmelzen. Oder Schmelzen. Ich glaube, Schmelzen ist richtig mit I, ne? Da habe ich immer Probleme mit. Ich weiß nicht, warum ich Schmelzen sage. Wahrscheinlich von Schmelztiegel. Vom Schweißen und Hämmern und... Gold-Tausendfüßler. Okay. Nee, Schmelzen. Schmelzen ist richtig. Mit I. Ja, genau, eben. Das eine ist falsch, das andere richtig. Es gibt den Schmelztiegel und solche Dinge, aber ich glaube, dass man tut... Also tun tut man nicht, aber... Man tut Schmelzen. Mit I. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Etwas Schmelzen. Nee, etwas. Nein, eben nicht. Check das mal. Ich glaube, das ist mit I. Immer. Hey, Sepp, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid, ey. Viele Menschen verwenden das kuriose Wort Schmelzen und seufzen entzückt. Ich schmelze dahin, aber nur das Wort... Ach, mit E. So rum war es. I gibt's nicht. Okay, Entschuldigung. Ich schmelze dahin. Ja, okay, so rum war es. Ich wusste, irgendeins von beiden ist falsch. In dem Fall ist das I... Nee, das E ist richtig. Mein Gott. Ich krieg's nicht hin. Das E ist das Richtige. Okay, das ist eher so eine kleine Unterwelt hier. Ich guck mal schnell noch darauf. Gehirnzellen. Ja, Gehirnzellen sterben. Bei mir sind schon viel zu viele gestorben.
Ja, ist es doch. Das ist doch pure Absicht, dass ich da entlang kann. Sonst würde ich ja nicht an den Loot da unten kommen. Silberner... Nee. Schmutz. So, das füllt jetzt nur meinen blauen Trank auf, oder was? Ah, nee. Orakelblasen. Ich dachte, die Käfer füllen nur mein Ding auf, aber der hatte vielleicht eine andere Farbe und das war mir nicht aufgefallen. Und dann war da hinten, glaube ich, nochmal was. Da entlang. Das sieht auch so aus, als würde es da hinten irgendwas geben am Ende. Ja, da muss ich nochmal hin. Die Gehirnzellen schmelzen dahin, richtig. Neben den zwei Plebs. Den hier? Nee, du meinst noch weiter oben, ne? Ja, ich finde das gut. Was soll ich mit dem Menü da unten? Das ist viel schöner, das Spiel, ohne das Menü. Du meinst die beiden Plebs hier und diesen Loot. Dolche. Könnt ihr mal eure Orakelblasen bitte nicht in meine Richtung blubbern? Okay, da komme ich nicht rüber. Nee, hier ist nichts. Viel schöner ohne dieses ganze Zeug hier außenrum, ohne den HUD. Muss das ja nicht die ganze Zeit sehen. Oh, ups, Autschi, das tat vielleicht ein bisschen weh. Ja, wieso? Alles, was ich... Ich weiß, dass ich keine Heiltränke aktuell habe. Ich weiß, dass ich keine Mana- oder Fokuspunkt-Tränke habe. Und meine Lebensleiste und mein Mana bleibt ja offen. Oder beziehungsweise zumindest die Lebensleiste bleibt ja dran. Das Wichtige ist immer zu sehen. Ist doch absolut okay so. Find's schöner. Ich bin ja informiert. Also selbst das, selbst dann ist ja... Ich sehe ja, was mein Charakter in der Hand hat. Das Einzige, wo es vielleicht seltsam wird, ist, wenn man mehrere Zauber hat. Wait. Nee, ich komme hier gar nicht bis... Ich dachte, ich fahre jetzt hier wieder raus. Nach oben. Ach du Schande. Bestienleber. Was der Typ wohl damit gemacht hat. Ich hätte aber gerne eine Gnade, bitte. Oh nee, Mücke, geh weg. Kann ich jetzt nicht brauchen. Ich habe kaum Leben. Und geh trotzdem immer weiter rein.
Ja, stimmt, ich könnte mich ja teleportieren, richtig. Aber wenn ich doch gerade mal hier bin, gucke ich mich doch um. Eine Riesenkrabbe. Was ist das hier eigentlich? Kann ich hier irgendwas lernen? Ah, jetzt muss ich erstmal die Krabbe loswerden. Holy guacamole, what? Oh. 8 Flammen. Okay. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich hier unten gerade sein sollte, ehrlich gesagt. Die Flamme hat auch keine bestimmte Position an der Oberwelt, dass man es erkennen könnte irgendwie. Ich guck mal, was hier die Treppe hoch geht, aber dann hau ich glaube ich ab. Weil wie gesagt, ich würde gerne den zum nächsten größeren Boss mich vorarbeiten jetzt langsam mal. Bin am überlegen, ob ich nach Osten, Norden oder Süden gehen soll. Vorhin wurde gesagt, Süden! So, dich kann ich wiederbeleben. Schweinebärmann. Elch, Krähen. Bulle. Dich kann ich mit den Flammen wiederbeleben. Und dann bekämpfen. Und dann zum größten Macker im Tierreich werden, oder wie? Ich finde es aber im Norden sah es schöner aus. Oben geht's auch noch hin. Mein Gott. Ich kann mich hier an diesem Spiel wie nicht satt sehen, ne? Wie geil das da hinten aussieht. Okay. Wie komme ich denn... Oberfläche, da. Ah, Osten wäre natürlich auch cool. Einfach wegen dem Kelchtypen. Süden, Norden oder doch die 8 Fackeln hier unten? Ja! Also hier unten fühle ich mich aber nicht so wohl. Ich wäre gerne noch ein bisschen stärker. Also ich probiere jetzt mal was. Einfach mal um zu testen. Einfach nur einen Test machen. Ja, geht eigentlich. In jeder Richtung erwartet dich Leid, ja.
Autsch. In manchen sehr viel mehr als in anderen, ja. Glaube ich auch. Er verpasst mir einfach instant ein. Ey! Er spuckt mich mit Wasser voll. Verdammte Krabbe. Was bist du eigentlich? Nee, du blitzt. Einen HP-Debuff. Ich habe keinen HP-Debuff. Wieso habe ich einen HP-Debuff? Zu viel Backseat Gaming. Okay, ja, das, der Victor, der Backseat gamet hier schon die ganze Zeit ordentlich rein. So ein bisschen Zurückhaltung. Ich meine, ein bisschen was kann man schon raushauen, aber man muss es ja nicht übertreiben. Du wirst es nicht sagen. Ja, also ihr sollt mir nicht jeden Scheiß hier vorkauen. Ich möchte das Spiel schon auch immer noch sagen können, dass ich es alleine geschafft habe, ne? Wenn ich jetzt jeden Blödsinn hier vorgekaut bekomme, dann ist auch doof. Man sieht ihn nur im Combat. Schweinerei, ey. Kann ich hier nicht Status irgendwie? Ist das ein HP? Das Rote einfach das Rote ist ein HP-Debuff. Wahrscheinlich habe ich irgendeine Ausrüstung drin. Nee. Ich habe nichts drin, was mir einen HP-Debuff geben sollte. Ach so! Ja, doch. Ich vermute mal, dass das damit zusammenhängt, dass ich diesen das hier aktiv habe. Erhöht alle Attribute und dadurch, dass es gerade nicht ganz aktiv ist, zeigt der mir den Debuff an. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe das Ding dran, aber nicht aktiv. Nee, das ist es nicht. Ach, okay, dann ist es mir egal. Ich besiege dieses Spiel auch mit HP-Debuff. Falls es einer sein sollte. Der war jetzt easy. Seid ihr alle so easy? Hier unten. Ja, dann mache ich jetzt hier unten. Aua. Er hat einen Bogen.
den falschen Leuten rumgemacht. Ich bin krank? Man kann krank werden? Wie zum Teufel werde ich geheilt? Marius, Vorsicht! Vorsichtig! Hey! Wir müssen hier jetzt nicht sterben. Hau ihn doch! Ach. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so ins Gesicht gucke, ich sehe schon irgendwie kränklich aus. Aber wie soll ich... mit falschen Leuten... Mit wem habe ich denn... Mit wem hing ich denn so rum? Oh, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was ich tun könnte. Bei den Zwillingsjungfer hüllen. Who the fuck? Wer zum Teufel sind die Zwillingsjungfer hüllen? Du? We meet again. I'm glad you took my warning to heart. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding Deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their Deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Ja, klar. Well, show me your map. I've marked the location for you of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Wait, what? Woher habe ich überhaupt diese Wurzel? Er hat mich abgehalten von hier? Ich glaube, hier habe ich ihn irgendwo getroffen. Er hat gesagt, ich soll nicht in diese Richtung gehen. Habe ich das hier aus dem Totenwasserdorf? Boah, kann mir das einer... Weiß das einer gerade auf die Schnelle, wo ich die Totenwurzel gekriegt habe? Nee, ne? Wer bist du eigentlich? Rotkäppchen. I should have told you sooner. Isn't this place impressive, though? The Round Table Hold, covert quarters of the Two Fingers, and gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us Tarnished had such fantastic roots. Although, it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Nee, aus der Unterwelt habe ich es nicht.
Ganz sicher nicht. Ich hab's gelesen. War es gestern oder vorgestern? Ich hab gelesen, ich hab eine Totenwurzel bekommen. Oh, war das in irgendeiner dieser Höhlen? So ein riesen Höhlentroll, den ich bezwungen hab? Todberührte Katakomben. Na, das klingt doch so, als hätte ich da eine Totenwurzel her. Dann ist sie von da. Warte mal, was ist das hier? Lol, ihr seid die zwei Finger. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe mich jemand gefragt, was wollt ihr eigentlich mit zwei Fingern? Oh Mann. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the Tarnished are guided by grace, called to act. Brave Tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. Mm-hmm. Become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well, I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the crater of the champions are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, Tarnished, you are here to take, are you not? Ich weiß nicht, welches Echo sie meint. Ah. Echo des Verpflanzten. Ah ja, dieses Echo. Okay, verstehe. Im Menü für die Macht der Echos könnt ihr Kraft des Namensgebers empfangen. Jedes Echo kann euch eine Kraft liefern. Sobald ihr die Kraft empfangen habt, vergeht das Echo. Ah, das ist wie die Seelen. Ich sehe. Da kann ich einmal die Axt und wählt das Echo aus, dessen Macht ihr anzapfen wollt. Und dann verpflanzter Drache. Holy shit, ich kann seinen verpflanzten Drachen Faustschlag, seht es mit eigenen Augen.
Das ist schon geil. Das ist schon irgendwie geil. Boah, aber hierfür brauche ich wahnsinnig viel Stärke und Geschick für die Axt. Also ich finde so Großaxt ja schon irgendwie auch cool. Aber da ich sowieso auch ein bisschen Glaube am Leveln bin und die Geschicklichkeit habe ich, die Stärke, komm. Let's go. Echo und 2000 Runen investieren, um verpflanzte Drache zu erhalten. Let's go. Über große Runen, ja, das haben wir doch jetzt schon. Okay, sie gibt mir quasi für die... Kann ich... Einfach nur... Ich weiß, ich kann es nicht benutzen, aber... Achso, ich darf hier drin eh nicht, ne? Ja, okay. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Das hat mich etwas überrumpelt. Ich wollte doch eigentlich zu der Zwillingsjungfer oder sowas ähnlichem. Erstmal möchte ich, dass du hier hinten, du gute Dame, umarm mich mal. Vielleicht geht dann mein Debuff weg. Nee, okay. An ihr liegt's nicht. Geheim sprechen. As a deathbed companion, where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life, to do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened. By the guidance of grace, and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this, as often as it takes. Then good day to you, my dear. Ah, das ist schon auch ganz nice. Gut gemacht hier. Sehr cool. Okay, an ihr lag's nicht, dass ich krank bin. Hast du eine Ahnung, warum ich krank bin? Ach. Ja, ja. Weiß ich Bescheid. Du sagst immer noch nix? Nee. Wer bist du? I've not seen you here before. I am Nefeli Lu. Habe ich dich übersehen? Here by decree of my father. The pleasure's mine. As a fellow tarnished, guided by grace to the round table hold. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the round table. Oh. I'm sure talking to him will be worth your while. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. It's about time I headed off. Ah, hier sind die Zwillings. Okay. Einen Runenbogen kann ich. 5 Stück könnte ich hier kaufen.
Damit kann ich mein Ding aktivieren. Weißer Losungsring erbittet bei Invasion Hilfe des Jägers. Antwortet auf einen Hilfegeruf von Jägern. Das ist alles Quatsch. Gestalt als Gast. Alles Unsinn. Sie hat ein paar Schlüssel. Runen. Okay. Nichts Besonderes. So, und wo? Ach, er hier bewacht. Hi, darf ich durch? Danke. Doch, mit dir habe ich doch schon geredet. Ja. Then I bid you welcome as a true member of the Round Table. I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. Wenn ich die ganze Nummer richtig verstanden habe, dann brauche ich doch alle Fragmente des Elden Rings, um am Ende der neue Boss zu werden. Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. Genau, Fragmentträger. The round table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth the Grace-Given, Veiled Monarch and Lord of Laemdel. And Rinala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes. Oh man, muss ich jetzt... Klar, und ich vermute, dass... Also, wird er mir die Fragmente des Elden Rings abnehmen wollen, weil er der große Boss werden will? Das weiß ich noch nicht, ob ich damit einverstanden bin. Was kannst du mir über... Radahn sagen? He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave. Östlich von Limgrave. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Okay, das ist im Osten. Praetor Rykard is the Lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. Komm, ich höre mir das jetzt einmal alles an. Lord of Laemdel, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the Two Fingers forbid us from venturing there, until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. Okay. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Rinala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Rinala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. Alter. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace.
Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Okay. Ganz schön viel Gebrabbel. Habe ich irgendwelche Infos auf der Karte jetzt gekriegt von dir? Nö. Nur, dass ich nicht nach Osten... Nee, warte, im Osten... sind irgendwelche Leute mit Flammen. Oder so ähnlich. Gut, aber... die Gnade sagt ja eher... geh mal nach Norden oder Süden. Boah, ich bin minimal überfordert gerade. Okay, hatten wir schon. Er sagte zwar, ich soll nochmal mit dir labern, aber in dem Fall nicht. So, die Zwillingsschwestern haben wir. Ich war eigentlich ja auf der Suche nach jemandem, der mir hilft bei meinem Debuff. Nachdem ich darauf aufmerksam geworden bin, dass jemand, dass ich überhaupt einen hab. Jetzt mache ich mir die ganze Zeit Gedanken darüber, wie ich den loswerden kann. Liurnia, ihr seid ohne Jungfer, sucht nach der Rosenkirche westlich der Torstadt. Westlich der Torstadt. Sturmtor? Torstadt. Westlich. Was für ein Debuff meinst du? Ey, ja. Ich weiß auch gar nicht, von was für einem Debuff ihr sprecht. Da ist doch überhaupt kein Debuff zu sehen. Wie kann ich ihn denn critten? Schade. Wow. Holy shit. Weil das erste und das letzte canceln sich. Ja. Das ist voll mies. Oh, Victor, Mann, warum musst du überhaupt erwähnen, dass ich einen hab? Es war mir egal bis jetzt. Jetzt ärgert's mich. Seba, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ah. Schweinerei. Aber ich werde einen Teufel tun und googeln oder sonst irgendwas. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann müsst ihr mir dabei zuschauen, wie ich leide. Unter dem Unwissen. Wie kann ich dich critten? Ha. Wie kann ich dich critten an der Stelle hier, wenn du so down gehst?
Von hinten? Nee, auch nicht. Mist. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht sein Pferd irgendwie oder so, aber irgendwie komme ich nicht an den Crit ran. An den Punkt, den ich anspielen muss, damit ich ihm einen kritischen Treffer verpasse. Sobald die ganze Leiste voll ist mit Krankheiten. Es gibt halt wahrscheinlich genau einen Punkt, der sagt, ich bin krank. Mist. Wo ist hier der Crit-Punkt? Das gibt's doch nicht. Das ist schade. Keine Ahnung. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Autsch. Scheiße. Uff. Keine Ahnung. Ah, Mist. Schade. Wenn mein kritischer Angriff treffen würde, wenn ich ihn ausgenockt habe, dann, wenn ich wüsste, wo ich mich hinstellen soll, dann hätte ich ihn jetzt bestimmt schon tot gehabt. Ich versuche nochmal zwischen Reiter und Pferd irgendwie. Zwischen Reiter und Pferdekopf, dass ich dort vielleicht den kritischen machen kann. Schwer zu sagen, aber ich kann ihn auf jeden Fall jetzt killen mittlerweile. So, komm mal her, du. Nee, hier auch nicht. Seltsam.
Verflucht. Kann man ihm... Man muss ihm doch irgendwie einen kritischen Schaden machen können, wenn er so down liegt. Das ist irgendwie... Das finde ich jetzt... Das finde ich schade, dass ich den Punkt nicht finde, wo ich das machen kann. Hinten war nicht, vorne war nicht. Eigentlich würde ich, wenn ich... Keine Ahnung, ich würde vermuten, dem Pferd einfach einen Headshot geben. So von vorne und dann dem Pferd dick eins in die... Zwischen die Augen. Aber... So. Keine Ahnung. Okay. Leuchtet irgendwo was, was ich übersehe? Nee. Ich kann einfach keinen kritischen machen. Mist. Auch hier bleibt man nicht verschont vom Magneten in seinem Hintern. Genauso wie das Anvisieren-Problem. Das ist ein FromSoft-Ding, das zieht sich durch alle Spiele durch. Ärgerlicher Tod an der Stelle. Ach, magnetische Waffen, wie ich sie liebe. Es ist immer wieder wunderschön, gegen magnetische Waffen zu kämpfen. Die alle so richtig geil auf den Magneten in meinem Hintern stehen. Ach, ist das schön. Kann man den gar nicht kritten? Was mache ich dann, wenn er so down geht? Finde ich da einfach die Gegend nicht, bei der ich ihn treffen muss? Oder habe ich eine zu kleine Waffe, um ihn zu kritten? Oder kritischen Schaden zu machen da an der... Weil eigentlich, also, er geht ja voll down. Es ist ja jetzt nicht so, als... Hier, da, an der Stelle, wo soll ich hinstehen, um ihn ordentlich zu treffen? Das ist schade. Ist das ein... Keine Ahnung, also... Ist dann auch eine miese Nummer vom Spiel, dass das sonst immer funktioniert und jetzt nicht?
Alter, du hast so die Schnauze voll von meinen Angriffen, ne? Scheiße, ich hab's gerade gesehen, was er macht. Wie bitte? Alles gut. Ruhig bleiben. Es ist super fair. Alles bestens. Der Magnet in meinem Hintern ist nur halb so schlimm. Jetzt trifft er mich wieder nicht. Seltsame Sache. Ja, jetzt machst du genau den Angriff, den ich nicht brauchen kann, ne? Ja, dann nehme ich einfach den Free Hit für die schwere Attacke mit, in dem Fall. Ist auch okay für mich. Scheiße. Ach komm. Ah, der kommt so spät, der scheiß Schildschlag. Ah. Nein, 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 nein! Oh! Ich glaube, ich hatte keine Ausdauer. Oh no! Das ist ärgerlich. Komm mal her jetzt.
Hallo, hau zu jetzt! Oh Gott. Weil die Steuerung nicht das gemacht hat, was ich wollte. Ha, gut. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich zuerst die falsche Taste gedrückt oder so. Weiß nicht, keine Ahnung. Ah. Jetzt aber. Also, auf geht's. Der hätte schon viel früher sterben können jetzt gerade. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich nochmal ran muss. Ist gut jetzt. Scheiße. Ach komm. Das ist doch nur so ein dämlicher Reiter-Weltboss. Lass mich den jetzt killen, Spiel. Aber eigentlich, wenn ich ihn ja so ausnocken kann, dann kann ich ihn doch auch... Dann müsste ich ihn ja eigentlich auch parieren können. Hallo, mach es jetzt. Mach es! Danke. Nee, was? Nicht Wurfmesser. LOL. Ach, geht doch. Mensch. Goldene Hellebarde. Cool. Nehme ich. Ah, das rechts unten ist der Tag-Nacht-Ablauf. Okay. Erscheint sie hier jetzt eigentlich wieder, nachdem ich nicht mit ihr gesprochen habe, nachts? Ich habe gehört, sie erscheint dort nachts. Die gute Hexe. Ah, so, den goldenen Ritter gekillt. Jetzt gucken wir doch mal nach seiner Hellebarde, was die denn macht, was die kann.
Goldener Schwur. Talent, goldener Schwur. Dieses Talent entspringt der langen Tradition der Ritter der Hauptstadt. Hebt die Waffe, um den Erdenbaum im Kampf zu ehren und verstärkt eure Angriffskraft und Verteidigung sowie die eurer Verbündeten in der Nähe. Okay. Und sie scheint ziemlich schwer zu sein. Nötige Attribute, bisschen Stärke auf 20 und Glaube auf 16. Dann kann ich den Drachen benutzen. Leveln kann ich gerade nicht, aber ich könnte ja mal ein bisschen hier was, ein paar schlucken. Mal gucken. Nochmal das eine oder andere Level dazu holen. Ein bisschen aufleveln hier. Goldene Rune. Ist das einfach goldene Rune 1, goldene Rune 2, goldene Rune 3, goldene Rune... Da haben sie sich aber was überlegt. Das ist ja großartig. Fuck. 1200. Seltsam. Es gibt die große oder halt die 1600. Ja, das sind jetzt eher so kleine Kleinigkeiten. Kleinere Kleinigkeiten, die ich hier mit mir rumschlepp. Ah, reicht nur, glaube ich, noch nicht ganz für zwei Level. Ich will zwei Level machen. Ich glaube, ich immer noch nicht ganz. Jetzt müsste es reichen für zwei Level. Ja. Also Stärke auf 20 war es, glaube ich, ne? Und Glaube noch ein gutes Stück. Ja, wir machen den Glauben höher. Sie ist tatsächlich weg. Ich kann nicht nochmal mit ihr reden. Schade. Ich hätte nochmal mit ihr gesprochen. Die war aber, naja, keine Ahnung. Schien mir nicht so ganz vertrauenswürdig zu sein. Gibt es einfach noch so viel. Also hier kann ich den Wegpunkt wegmachen, weil das hat mich geflasht hier, der Untergrund. Heftige Nummer. Gut. Ach, die meisten auf Twitch wissen bereits, was kommt, falls irgendwer Neues hier rumhängt und jetzt sich fragt, was mache ich denn hier? Bleibt noch dran, es gibt auf jeden Fall, geht's noch ein bisschen heute. Aber YouTube ist, glaube ich, ein ganz schöner Abschluss. Beim nächsten Mal geht's dann in andere Gebiete. Mal gucken. Entweder im Untergrund, im Norden oder im Süden oder im Osten. Weiß ich nicht. Osten ist, glaube ich, finde ich nicht cool. Da sieht's auch nicht schön aus. Da will ich gar nicht hin. Naja, jedenfalls. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.